Bist du ready? Dann mache ich die Aufnahme an. So, immer Kohlensäure rauslassen. Kekse kauen. Und das Wasser soll hier für den ganzen Tag reichen. 0,7 Liter. Dann ist es anfangen! Let's go. Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Ghost Safeguard. Heute allerdings nicht mit Trün, sondern mit Ymir. Hallo. Ich habe noch mein provisorisches Mikrofon und erst, also ab der nächsten Folge höchstwahrscheinlich, habe ich dann wieder mein normales altes Mikrofon. Und ja, wir haben uns wie bei den anderen Maps auch wieder einen Pool von, bei den anderen Runden auch einen Pool von 5 Maps zusammengestellt. Das sind Stormfront, Siege, Sovereign, Chasm und Whiteout. 3 davon fangen mit S an. Wäre cool gewesen, wenn noch Sovereign und Strike Zone dabei gewesen wären, dann wären es 5 mit S gewesen. Jedenfalls, wenn also eine von diesen 5 Maps kommt, dann spielen wir sie, bei den anderen gehen wir sofort wieder raus. Und heute, anders als bei den vorherigen Aufnahmen, habe ich euch mal dabei. Und es kommt Stormfront. Stormfront. Die gute Alter. So, ich erwarte bitte volle Konzentration deinerseits. Und ich glaube, ich muss den Gamescore etwas lauter stellen. Ich hoffe, dass ich ihn nicht zu laut stelle oder... Ach, was weiß ich. Mal gucken. Volle Konzentration ist nicht meine Stärke. Ja. Was haben wir denn eigentlich... Ich weiß gar nicht mehr, was wir in den anderen beiden Runden gespielt haben. Also, die ich mit Trün aufgenommen habe. In der ersten war es, glaube ich, Octane und in der zweiten Tremor. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Das ist schon zu lange her. Ich habe die ja nicht immer gleich tagaktuell hochgeladen, sondern erst so... paar Wochen später und ich glaube, es ist gerade wirklich noch etwas zu leise. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu laut gestellt. Falls doch, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Bitte? Was? Hä? Was denn? Bewege ich mich bei dir im Spiel? Weiß nicht, du stehst bei mir weit weg. Ich sehe dich jetzt gerade nicht. Ja, du bewegst dich. Jetzt sammel den Shit ein. Sammel auf jeden Fall den Heli. Ich habe dann Geschütz und... Hol den Heli ganz schnell, die Dinger verschwinden gleich. Denk dran. Irgendwas von den Teilen war scheiße. War das der Heli mit dem Scharfschützen? Der Heli mit dem Scharfschützen drin ist scheiße, genau. Okay, den nehme ich nicht mit. Oh nein, der schafft nicht mehr. Und dann komm hier hoch ins Haupthaus zu mir. Den da hinten von dem... Okay, da hinten von... Der Teil habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nicht schlimm. Was ist unsere Primärgranate? Das ist eine USPV, immer noch. Du lernst aber auch nicht dazu. Nö, tue ich nicht. Weil ich das Fini gespielt habe. So. Ich schäme mich mal hier hin. Zumindest solange es noch funktioniert. War es noch funktioniert? Okay, ein Headshot reicht bei den Typen nicht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Hä? Wo? 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 Ach da! Ach Gott. Nee, okay, die Position ist scheiße. Mein Gott, krieg ich viel Schaden. Hinter dir! Jetzt nicht mehr. Geh mir nicht um Piss hier! Haben die hier irgendwelche Waffen? Können die was droppen? Nein. Muni. Die droppen die ganze Zeit Muni. Hm. Und lauf nicht zu weit weg. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal. Zusammenbleiben, bitte. Jo. Bin da. Was ist das für eine Münze hier? Waffenverstärkung. Hey, wir haben das doch schon mal gespielt, Alter. Was geht? Ja, ist aber schon sehr lange her. Nein. Das ist lange her. Nein. Doch. Nein. Doch, ich will hier nicht runterspringen, ich werde sterben. Ja, dann spring nicht runter. Kannst du gerne die Waffe holen, ich hol mir Stalker. Oder du, wenn du zweimal F drückst, dann kannst du ja die Waffe wechseln, falls du keine Sniper willst. Ich will keine Sniper. Imta ist zum Beispiel eine nice Waffe. Ich habe eine Imta, ja. Ja, ich weiß. Das ist super. Ist super. Ich habe auch meine Lieblingswaffe in diesem Modus. Welche ist das? FP6 oder so ähnlich, glaube ich. Wie ist nochmal die eine Waffe, von der ich vorher begeistert war, aber die irgendwie nur Noobs spielen oder so? Viper! Beziehungsweise Vepre. Vepre. Okay, ich kann auch mal mit hoch. Wobei ich ja eine Nahkampfwaffe habe, das heißt, ja. Wo denn? Wo denn? Oh, Waffenschaden? Jojo. Und wurde das jetzt nicht angezeigt, hey? Ne, das bekommt immer nur der, der es einsammelt. Also. Boah, die halten aber plötzlich schon hier mehr aus, ey. Meine Phrasen. Oh, Supply Drop kommt wieder. Das sollten wir nochmal holen. Bei mir sind das so 3-4 Schüsse, die ich treffen muss und dann sind sie tot. Ja, eben.
Also mit der Pistole sind es auf Nichtkopf so 4-5, das ist schon genug. Das ist schon eine Menge. Kann man auch noch eine Sekundärwaffe kriegen oder was? Ja, es gibt hier auch manchmal Magnums in den Kisten. Na. Oder halt da unten die Revolver-Shotgun. Die würde ich gerne mal haben. Okay. Die mag ich persönlich nicht so gern, aber ist schon ein ganz cooles Ding. Cool sieht das Teil auf jeden Fall aus, aber fragt sich gerade, ob das hier gut ist. Volltreffer. Ah ja. Okay. Also quasi Headshots. Ja, und es war glaube ich so, dass wenn ich noch eine M2 einsammle, dass ich meine M2 verstärkt, ne? Genau, quasi wie jetzt so, dass du so einen Stern einsammeln. Ich bin heute richtig scheiße. Das muss ich mir eingestehen. Ich werde auch gleich nochmal down gehen wahrscheinlich. Ich komme auch zu dir. Nicht dass du down gehst. Ja, das ist safe. Ich wollte gerade wieder runter. Haben wir überhaupt schon einen Headshot? Nö. Ich mach mit meiner mit meiner Shotgun kann ich eigentlich kaum Headshots machen. Außer wenn ich so wie jetzt gerade so auf einen halben Zentimeter rangehe. Übrigens hinter dir. Oh. Lol. Der Typ ist lebensmüde. Ich gehe mal immer so nah ran wie möglich, dann mache ich mit meiner Shotgun vielleicht auch einen Headshot. Wobei. Ja, mit der Pistol geht das natürlich auch ganz gut. Ja, ich mache mal ein paar Pistol-Headshots. Ich kann das mit dem Pistol nicht mehr machen. Da hinten ist übrigens deine Weppere, wenn du die haben willst. Weppere? Nee, ich will die Ämter behalten. Die Ämter gefällt mir. Ja, aber du kannst ja auch deine Pistole weglegen. Okay, ich probiere die dann ganz kurz aus. Alles klar. Ja, die ist ja auch relativ stark, das ist richtig. Ja, ich hab noch nicht mit der geschossen. Ja, erstmal musst du sie dir holen. Okay. Das ist erstmal die Ämter, ne? Ne, das ist die Weppe. What the f. Ach egal, komm. Okay. Die gute alte Viper. Wepper. Ich weiß wirklich gar nicht, wie man die offiziell ausspricht, aber Vapor wird ganz bestimmt nicht. Vielleicht. Vapor? Web? Also ich hätte gesagt Vapor oder Vapor. 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 Mann, das war keine Zeit. Fuck it. Nein, Hund! Ah, Hunde! Ich seh's. Okay. Ja, wenn man so nah rangeht, wird es echt immer ein guter Headshot mit der Schottie. Ja, das war noch ein Headshot, so ein Headshot noch, komm, den machst du. Den machst du. Ich hab genug gemacht hier. Schön am Kopf. 10 Gegner später. Das war kein Headshot. Weißt du, was ich hasse in solchen Spielen? Meine Fresse. Was war das? Ich. Hallo. Belebst du mich schnell wieder? Nö. Danke. Und denk da, mit denen kannst du einfach auf den Boden vor die Gegner schießen und musst sie nicht treffen. Weil wegen Explosivmoney. Und wenn du eine ARX siehst, dann würde es mich freuen, wenn ich die aufheben darf, weil ich habe eine ARX eben für Verstärkung. Ich erkenne die Waffensymbole gerade fast so wie gar nicht. Hier ist bei mir auch alles verpixelt. Oh, nice. Musst du unbedingt mal eine Aufnahme von mir schicken, das sieht so bescheuert aus. Jedenfalls die unter der Brücke liegt, ist meine sozusagen. Also. Und wenn du noch an den Heli da hinten kommst, dann wäre es echt cool. Also an den Heli. Wenn ja, nicht, dann ist ich renne. Sobald du dran stehst, reicht's schon, deswegen. Nein, ganz knapp nicht mehr. Knapp. Ja, kannst gerne ich hab noch all meine Streaks, ne? Ich hab noch keins benutzt. Ja, ich auch. Die also hebe ich eigentlich auch immer ziemlich lang auf. Außer so ein Scheiß wie ein EMS. Da würde ich auch direkt hinlegen. Oh, Munition. Ja, ich geh mal collecten. Konzentration. Oh, er hat mich geneift. Bin ich ganz schön rot. Ich hab vorhin auch einen geneift. Sieht cool aus. Ja, aber der hat mich geneift. Der Spacken. Muss er counterneifen? Warte mal, falsches Spiel. Das Problem ist bei den Gegnern ist manchmal so, also bei den Computergegnern, weil die halt so übelst schnell messern, ist halt manchmal wirklich das Problem, wenn du messerst, dann messern die dich einfach gleichzeitig. Da hinten kannst du deine Weppere aufstellen. Das hier könnte ich gebrauchen für die Shotgun. Ich hab's hier nicht genommen. Ich hab's wieder aufgehört zu drücken. Zerstöre. Aber hier ist deine Weppere, kannst du aufstärken. Ich hab das. Achso. Moment mal, ich sehe gerade, ich habe unten rechts ein Perk. Achso, das habe ich gerade aufgehoben. Ich habe mich gerade gefragt, was für Perks hast du denn? Hä?
Was für Perks hast denn du? Stalker, schnell zielen, etwas, was ich gar nicht weiß, was das ist, und Blast Shield, also quasi. Ja, ich habe gerade mal das, was du unbedingt brauchst. Er sieht so, dann kannst du doch gleich gar nichts haben. Ja, Problem. Kommst du klar? Ich komme mal rüber zu dir. Ja. Weil ich die Position da manchmal ein bisschen gefährlich finde. Ach, Mann. Wir brauchen übrigens 10. Ich wollte 10 sagen. Killstreak Kills, deswegen stelle ich jetzt mal meinen. Oh nein, oh Gott, ich habe den größten Fehler meines Lebens begangen. Kann sein, dass ich es uns gerade versaut habe. Ich habe aus Versehen meinen Typen gerufen. Was kann der? Der kann wiederbeleben, wenn wir beide tot sind. Aber der kann halt auch sterben. Typ, oder nicht? Ja, du hast auch einen Typen, aber es ist halt immer sicher, wenn man sich beide Typen behält. Logischerweise. Yep. Glaube ich. Ich stelle mal meinen Schutz auf. Ich habe meinen Heli rausgeholt für die Kills. So, soll ich dann? Ja, dann lasse ich meinen Geschütz erstmal. Mal schauen. Jo. Geschützt würde ich, wenn du es übrigens rausholst, da oben an das Fenster. Wo ja, hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Und hier liegt nochmal eine Ämter. So, Ämter? Ja, die will ich auch haben. Ach, da wollte ich gerade hin. Okay, dann laufen wir. Ja, dann hole ich das andere. Das Perk liegt dir doch zweimal rum. Nimm dir das, was oben liegt. Ich hole mir das von unten. Ist doch vollkommen okay. Ist nur scheiße, dass der Heli jetzt gerade ausgerechnet am... Moment mal, hier lebt noch irgendwo jemand. Ich weiß nur nicht, ja, wo. Ja, da lebt noch einer. Hier bei mir. Ah ja. Ja, jetzt lebt er nicht mehr. Ich sterbe jetzt nicht, wenn ich hier runterspringe, oder? Oh. Nö. Für gewöhnlich nicht. Oh Gott, jetzt kommen die Schilde hier. Schaden. Los, Heli, mach du Kills. Nein, nicht doch den ich gerade gekillt habe. Steht ein Schild neben mir plötzlich. Moin, Phrasen. Ja, und ein Soldat hat ihn abgeballert. Nee, den habe ich abgeballert. Oh. Hä? Ich töte gerade eigentlich keine Gegner, weil ich will, dass der Heli das macht, aber irgendwie macht das nicht. Doch, Spacken. Ja, hat er schon. Ja, ein paar, aber... Hast du nicht mal ein IMS oder sowas aufgeschrieben? Ja, das hat nämlich auch schon Kills gemacht, hier. Einen Kill hat's gemacht. Ne, zwei Kills hat gemacht und jetzt ist tot. Wow, das sah irgendwie unspektakulär aus, wie der Teil gestorben ist. Ja, aber so sterben sie nochmal. Na gut, dann mach ich nochmal hier mit der Trinity kurz was. Oh, ja, geil. Oh, das ist wieder so eine, die sich nicht lenken lässt. Richtig geil. Was ist los? Du kennst es noch aus MW3-Zeiten, dass es manchmal Predators gab, die sich richtig schwer haben lenken lassen. Ja. Den Bug gibt es hier mit den Trinities auch noch und das Problem hatte ich jetzt gerade. Gott, ich frage mich seit heute, ob das wirklich ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Ich wüsste nicht, warum das gewollt sein sollte. Von wegen so, du hast die Killstreak, aber jetzt musst du ja doch mal deinen Skill extra beweisen hier. Ja, genau, ist einfach Bullshit. Crap, shit. Ich komme wieder zu dir runter. Ich bin froh, dass mein Typ noch lebt, aber... Ne, ich komme hoch. Oh. Dass mein Typ noch lebt, aber das Problem ist, der stirbt halt wirklich relativ schnell und er kann uns nicht mehr wiederbeleben. Also seit zwei Runden lebt er noch schon, ne? Oh. Das ist halt echt... Ich wollte 4 drücken, um das EMS rauszuholen, aber du hast versehen 3 gedrückt und den Typen rausgeholt. Bei das mir war, ist der Typ auf 4. Ja, ich weiß. Boah. Ich habe das alles 1 runtergestellt. Achso. Ja, mir ist das endlich egal, wo das liegt. Oh, ich hasse es, ey. Geht weg von meinem Typen, ihr dreckigen Hunde! Oh, Stalker. Das brauchst du nicht, ne? Nee, Stalker kannst du dir holen, ich will mir das andere Perk, was da liegt. Ich hoffe, ich werde jetzt dabei nicht sterben. Okay, mein Typ ist down. Schade. Kann ich hier einfach... Ich denke irgendwie immer, ich krieg Fallschaden. Wann kriegt man denn Fallschaden? Kriegt man überhaupt Fallschaden? Ja, kriegt man. Kannst du durch Fallschaden sterben? Ich hab grad sehr oft Fallschaden gesagt. Fallschaden. Fallschaden? Ja, Fallschaden. Fallschaden. Oh, hol dir so viel wie geht. So viel du kriegst. Und am besten sind... Abschussserie-Limit erreicht? Ja, dann hast du 3. Dann hol irgendwas raus, was unnötig ist und leg's. Okay, da ist ein Geschütz und ich hol mir. Wo ist der Heli? Reicht doch schon. Ja. Und leg das Geschütz danach mal, also danach hoch. Genau, hol dir das neue und dann stellst du das Geschütz hier nach hoch. Alle Geschütze nach hoch. Let's go. Gut, und dann kann man da ein bisschen gammeln in die andere Richtung gucken derweil. Also wenn es hier so relativ hier zentral... Fenster? Hier, mach zentral. Ich glaube, so ist gut. Es sieht nichts. Normalerweise kriegst du... Ah, hinter...
Alter, ich bin vielleicht gleich down. Ach wo. Bieste gar nicht. Und auf die Treppen hinter uns würde ich immer eine USBV legen. Was ist denn mit meinem Geschütz? Macht das überhaupt irgendwas? Ja, eigentlich ja. Stell's mal noch ein bisschen weiter an den Rand. Genau, so. Mach was. Drücken wir mal eben die Shotgun von da hinten. Oder noch nicht, aber gleich. Ist der Typ down, keine Sorge. Auf mich ist doch Verlass. Den Schildtyp kriege ich allerdings nicht down. Ich schon. Moment. Ah, schön. Ja, den habe ich, meinte den an der Tür. Okay, ich hole mein Geschütz jetzt weg da. Das bringt mir da einfach gar nichts. Dann stellt's unten an den Gang oder so. Ja genau, mach wieder links. Das hat bisher nicht einmal geschossen. Komisch. Komisch. Ja. Die Sniper brauchst du ja nicht, ne? Bitte? Die Sniper brauchst du ja nicht, oder? Nee. Was ist das ganz links für ein Perk? Ist das Concentration of Predation? Ich glaube ja, kannst du dir gerne nehmen. Konzentration, das bringt doch einfach nur, dass ich nicht so viel zurückzucke, ne? Ich glaube ja. Ich hoffe, das ist es auch. Dann. Geschütztes Offline, oh, cool. Ja, hat eine Weile gestanden. Wir brauchen immer noch 4 Killstreak-Kills, Alter, dann hole ich jetzt mal schnell. Los, Geschütz! Bam, Junge. Ey, lass mein Geschütz in Ruhe. Wieso bin ich denn so rot? Ach so, weil hier so ein Defenser steht, ne? Hätte ich gar nicht gesehen. Ja, bei mir kamen richtig viele von hinten. Warum stellst du es eigentlich so hin, dass es zu 90% gegen die Wand kocht? Ich hasse mein Leben. Ja, ich denke es auch. Los. Geschütz, do it something. Do it something? Do it something. Tu es etwas. Ja, los. Schieß sie alle ab. Okay, einen noch. Einen noch. Moment. Ja! Oh, jetzt kommt wieder Supply Drop, das ist auch gut. Den. Ja, keine Ahnung warum, ist einfach gut. Okay, das Perk können wir wechseln, weil ich glaube, das haben wir beide. Ja, ich habe ganz links das Perk noch nicht. Was ist das hier? Dass ich mich schneller bewegen kann, oder? Jip. Oder länger sprinten, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir mal Sprint Reload geholt, also dass ich im Sprinten nachladen kann. Gut, das Reload ich mal. Oh ja, das ist gut. Aber du solltest auch, genau, zu deiner... Es kann sein, dass du jetzt gerade... Na egal. Was denn? Nichts. Du hast die Wepper aufgehoben, während du deine Minigun in der Hand hattest, oder? Nee, alles gut. Ich meine, da kann es nur sein, dass es die dann auch einfach gegen die Ämter austauscht. Ups. Nee, alles gut, ich hab doch die Ämter. Gut. Oh Gott, hier rauszugehen war nicht gut. Wo kommen denn die ganzen Granaten her? Von den Defensern. Die Juggernaut-Typen. Die auch zwei Knives brauchen. Hier, die. Der Destructor. Ach, keine Ahnung, wie die sind. Genau, Destructor. Ich hab die gerade zusammengemixt hier. Enforcer plus Destructor macht Defensor. Eats! Oh, blöder Hurensohn. Da hört man sich schon in der Ecke und dann ist man tot. Verdient! Ich bin halt irgendwie ein bisschen zu reckless hier. Ja, dafür hast du auch mehr Kills wahrscheinlich als ich. ja. Ungefähr das Doppelte. Ich würde gerne in den Fahrstuhl gehen, den ich dir auch online mal gezeigt habe, aber das Problem ist, im Survival ist der ausgestellt. Warum das? Weiß ich nicht. Warum tun sie einem Fahrstuhl sowas an? Warum tun sie uns sowas an? Hund nehmen wir. Alles ganzes klar. Magazin drauf und der ist nicht down, ey. Stück Scheiße. Aber. Ach, hier, friss USBV. Mein Gott, könnt ihr mal aufhören mit den Granaten? Ja, die Semtexes machen echt von allem tatsächlich am wenigsten Schaden hier. Ja, die aber die scheuchen mich trotzdem von links nach rechts. Ja, das ist richtig. Weg mit dir. Oh, da liegt meine Shotgun. Nee, ist gar nicht meine Shotgun. Ach man. Ich hab Reroll einfach. Gefreut. Da oben ist einer meiner Waffen. Ich glaube, das ist die. Ja, das ist die Wepper, genau. Ja, die rennt übrigens Hunde hinterher. Jetzt nicht mehr. Gut. Ich reroll mal die Chainsaw, weil ich glaube, dass wir die nicht brauchen. Hinter dir liegt ein USBV. Fokus haben wir beide schon. Okay. Oh. Zeug. Messer.
Ich hol mir den Heli. Und hol dafür meinen Heli raus. Hol was immer du kriegst, was nicht scheiße ist. Ein Geschütz oder so. Ja, zum Beispiel. Das wäre nicht schlecht. Ich hab die Wippere immer noch nicht aufgehoben, aber ich glaube, die bleibt auch nicht lang da. Ja, ich glaube bis zum nächsten Mal. Die weiße Leiste ganz oben links voll ist. Ja, dann gehe ich ganz kurz hoch und hol mir die mal. Jo, ich glaube, ich sterbe jetzt dabei nicht. Ach, so, ich habe ein Geschütz und ein Heli geholt, dafür mein Geschütz rausgeholt und eine Waldschadrohne rausgeholt. Scheiß Schild, ey. Nutz deine Kiste der mal als Deckung. Welche Deckung? Oh lol. Ich wurde runtergeworfen. Kann sein, dass ich jetzt sterbe. Ah, dann komme ich auch gleich runter. Aber dir geht's doch noch gut, wa? Jo. Ach, danke. Ach, ich mag die Walcher. Die ist echt cool. Oh. No. Oh, die nerven hier ganz schön, die Gegner. Das muss man so sagen. Gerade nerven sie so ein bisschen. Wir brauchen übrigens Messerkills. Wie viel? 9 Stück. Noch 9, ne? Ich suche mir mal hier irgendeinen Gegner. Hier, nimm dir das hier mit. Nimm dir das Perk hier auf jeden Fall, wo ich stehe. Oh, ja, das würde ich gerne mitnehmen. Oh nein! Da oben ist noch irgendeine Waffe, die, ja, glaube ich, keiner von uns beiden hat. Dann reroll mal, wenn einer mal... Ja, Magnum. Die wilde Witwe. Ja, ich glaube, das ist sogar eine verstärkte Magnum, die relativ selten kommt. Soll ich sie mal mitnehmen? Ist mir egal. Hier unten. Na komm, ich hol sie mal aus. Welche wirfst du dafür weg? Die Webpro. Ernsthaft? Ja, die Ämter habe ich auf 6 und die ist ein bisschen besser meiner Meinung nach. Okay. Moment, deine stärkste Waffe ist auf 6? Ja. Krass. Wie schnell... Was für eine Messerreichweite haben die Typen bitte? Hoch. Und denk dran, versuchen zu knifen. Ja, ich versuch's, aber wenn ich zu wenig Leben hab, dann mach ich's gar nicht. Dann beim Geschütz solltest du es auch nicht machen, weil das Geschütz, das macht das alles platt, bevor du knifen kannst. Hallo. Hallo. Genau. komm her. Oh. Oh, mein Geschütz ist offline, glaube ich. Oder dein. Aber meins noch nicht. Das, was hier vorne steht, ist meins. Meins. Mein Geschütz, jetzt ist es auch offline. Nix grün. Los, schieß mir in den Kopf mit deiner Magnum. Ah! Bei mir ist sie voll links vorbeigeschossen. Bei mir habe ich nicht genau getroffen. Schlecht. Also auch nicht. Nein, nein, ich habe. Ja. Bei mir schon. Ich habe sogar Hitmarker bekommen, mein Mann. Ja. Du ekliger Lügner. Bin ich eklig. Aber ein Lügner. Auch nicht. Dann bist du doch eklig. Ja, ein bisschen über. Die Magnum one-shottet. Ja, ja. Die ist stark. Ist genau wie meine Shotty hier. Die Wild Wild Witwe. Noch irgendwas zu messen? So, komm! Oh. Lol, den wollte ich gerade aufmessern. Ja, hab ich aber. Ich gehe hoch zu dem. Ja, ich muss hier mal kurz raggen in Sicherheit und dann komme ich auch wieder hoch. 3 Knives noch. Und genau 3 Gegner. Den würde ich übrigens nicht helfen, weil der braucht 2 Knives. Au. Oh. Ach, Moment. Ich kümmere mich kurz um den Typen. 17 Sekunden also noch. Ja, alles safe. Okay. Am Ende einer Runde wird man auch wieder belebt, deswegen war der letzte Gegner, also lieber schnell gekillt. Alles klar. Nicht, dass ich dann selbst noch umfall. Ich krieg dir. Das ist so. Wie, wusste früher nicht, wofür bei Kingdom Hearts Heilkräuter sind. Also, oder Vitalkräuter, wie auch immer. Das ist eine Fähigkeit, wo du beim Heilen unverwundbar wirst. Ich habe früher, als ich klein war, gedacht, dass das total unnötig sei. Nee, immer beim Heilen das ohne den Skill wäre ich wahrscheinlich niemals auf höchste Schwierigkeitsgrad durchgekommen. Mann! Könntest du mir bitte einmal helfen? Bist du tot? Please.
Ja. Achso, ja, hol deinen Typen, ist letzte Runde, ist egal. Typ! Ich kann einfach auf den Boden liegen und den Typ holen. Er lächelt mich an. Nett. Heli. Trinity. Trinity. GG. GG Trinity. GG Trinity. Ja, die Runde lief ganz gut. Ich habe 181 Kills, während du 102 hast. Ja, dafür habe ich dich dreimal wiederbelebt. Du hast mich gar keinmal wiederbelebt. Indirekt schon. Du hast mich elendig sterben lassen. Ja. Irgendwie muss ich ja. Irgendwie muss ich ja sagen, streng dich mal an und kauf dir mal ein paar mehr Kills. Was morgen? ich kauf mir Kills. Ja, kauf dir mal Kills. Er kann. Das ist wie Abonnenten kaufen, ist genauso eklig und asozial. Abonnenten kaufen. Ja, sowas gibt es ja wirklich. Was? Ja, es gibt Märkte, die bieten halt wirklich sowas an Abonnenten kaufen, aber es ist halt so absolut asozial. Abonnenten kaufen. Wie kostet denn ein Abonnent? Ja, die gibt's in Packs. Mein Gott. Okay, genug gelabert. Wir sehen uns demnächst irgendwo anders wieder oder wenn irgendwann mal wieder eine Folge hiervon kommt. Also bis dann und tschüssi, kaplupiti. Was? Tschüss.